Ja, Musa werde ich wahrscheinlich auch mal dazu bringen oder Bessus. Shuichi wird wahrscheinlich auch mitmachen. Gridus. Ich so ein paar Matches auf die Beine stellen. Du hast nicht zufällig 15 T. Ja, mich nach Geld fragen in DMO, das ist immer so eine Sache, Alter. Ich bin eh immer pleite. Das kannst du machen, kurz nachdem ich cashen war. Dann kann man mich fragen. Aber ansonsten lohnt sich das nicht wirklich. Mal schauen, was wir heute im Livestream machen, ob ich hier ein bisschen level. Worauf ich eigentlich im Moment nur im Let's Play Lust habe. Die Lust soll ja auch bleiben. Und im Moment geht es, weil es relativ fix geht. Weil ich finde, bis 65 ist jetzt auch nicht so wirklich ein Ding. Genau. Ich habe jetzt erstmal geplant, dass wir die meisten Digimon auf 65 ziehen. Und dann suche ich mir ein paar einzelne Digimon raus, die ich auf 90 ziehe. Nicht auf 99, weil das eher schwachsinnig ist. Von den Stats her. Aber so bis auf 90 auf jeden Fall schon mal. Weil von 90 auf 99 verändern sich die Stats so minimal, dass sich das gar nicht lohnt. Zumindest wurde mir das so gesagt. Und ich vertraue den Leuten, die mir das sagen. Also euch. Und ganz ehrlich, ich bin auch im Moment viel zu faul, um auf 99 zu leveln. Bitte. Ach, fuck you, Mann. Kannst du nicht woanders hin? Jetzt habe ich noch zwei so Mongos hier, Alter. Boah, Jungs, ey. Enemy of Man, die gammeln ja auch schon Ewigkeiten rum. Zumindest die Gilde. Bitte. Wow. Bam. Und gleich schon 61. Mein Gott, geht das schnell hier. Leck mich am Arsch. Also ein Booster, 4 Level up oder so. Ungefähr. Ja, 4 Level up. Das heißt, wir müssten 63 mit dem Booster kommen. Das wäre ja mal ultra awesome. Boah, und ganz ehrlich, heute ist einer der wärmsten Tage überhaupt dieses Jahr. Und ey, in meinem Zimmer herrscht gerade eine Temperatur von 190 Grad und das um 10 Uhr. Zumindest gefühlt 190 Grad. Was ist denn das nochmal für eine Attacke? Dark Wave. Dunkle Welle. Und das ist Heavy Mon Kick. Bam. Wow. So. Läuft doch. Wir haben noch ordentlich schicken Kombo an die 500. Ein bisschen mehr als 500. Was ganz okay ist. Das heißt, da müssen wir uns erstmal keine Sorgen drum machen. Dark Wave. Bam, 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 bam. Was macht denn der an Damage? 3000. Und ein paar zerquetschte. Heavy Monkick ist auch eine coole Attacke. Haut immerhin 2,5k raus. Super. Läuft doch. Bei uns läuft's. Genau, wenn jemand eine Ahnung hat von diesen Change Stones und so, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was das ganze Scheiß, was der ganze Scheiß macht. Ich bin eh zu voll, mich hier einzufinden und selber auszuprobieren. Dafür bin ich nie lang genug online. Ich bin meistens nur so eine halbe Stunde bis Stunde online, nehme kurz auf und dann war es das wieder. Ich hätte habe ganz vergessen, dass ich letzte Aufnahmesession eine Pause hatte, also einen kleinen Cut drin hatte, da ich ja nach den Fragen gucken musste. Und ja, habe zu wenig aufgenommen, ich Idiot.
Deswegen hänge ich hier jetzt. Ich habe ja gestern aufgenommen und deswegen muss ich heute nochmal aufnehmen. That's genius. Oder vorgestern habe ich aufgenommen, keine Ahnung. Alzheimer, sorry. Auf jeden Fall. Ja, dementsprechend. Ich bin gerade ein bisschen. Meine Stimme ist so tantütig, also nicht mit viel Energie gefüllt. Das wird sich im Laufe des Tages hoffentlich ändern. Ich muss halt noch Energie sparen für den Livestream. Ich will euch ja da auch unterhalten. But first, let me take a selfie. Bam, gib ihm. Na guck mal, da geht der Rückzug direkt wieder 3% hier. Lecco mio. Fazzi. Schmatzi, schmatzi. So, 7,5 Minuten brauchen wir ungefähr für ein Level-Up. Das ist doch... Ja, die ist doch super, ist das doch. Die ist doch schön. So gefällt uns das doch. So, Folgen sind auch bis jetzt alle hochgeladen. Außer die, die ich gerade aufnehme. Die werden dann Tage hochgeladen. Ah, genau, sorry wegen Hearthstone. Ich habe jetzt einen Tag, glaube ich, kein Hearthstone hochgeladen. Ich muss auch gleich wieder weiter nachkommentieren, obwohl ich gar keinen Bock habe. Ich hasse nachkommentieren. Aber wenn ich schon den Mongo Pyron bringe, dann muss ich den auch durchziehen. Ja. Genau, ich werde aber dennoch nichtsdestotrotz hin und wieder noch Digimon von 1 bis 41 leveln und die euch vorstellen währenddessen und werde dann vielleicht sogar komplett durchleveln bis 65, weil ich habe jetzt vor, mir einen Hawkmon oder einen Biomon, eins dieser beiden Digimon, zu besorgen. Irgendwie. 4, 5, 5, 5, ich weiß noch nicht. Gucken, das sehen wir dann. Get insane. Übelst geiles Lied. Richtig genial. Genau, ich muss dran denken, dass ich hier unten wieder das Ding einfüge. Das habe ich nämlich bei der letzten Aufnahmesession total vercheckt. Lag wahrscheinlich auch daran, dass ich schnell aufgenommen habe, beziehungsweise dass das schnell online sein musste. Deswegen habe ich das ein bisschen verplant. Das wird mir nicht wieder vorkommen. Diesmal habe ich es mir aufgeschrieben. Ja, ich bin jetzt jemand, der sich Sachen aufschreibt. Der Wahnsinn. Mach ich sonst auch nie. Aber ich habe gedacht, komm, machst du mal. Bist du mal so nett. Nimmst dir die Freiheit raus. Normalerweise wäre ich heute schwimmen und es würde kein Livestream geben, aber ich habe mir gedacht, ey komm, für euch mal, mock ich dort. Ja. Ich habe gestern schon nichts gemacht, war gestern schwimmen. Schön am Kanal, bisschen gechillt, bisschen gegrillt und so mit Freunden. Hat übelst Laune gemacht, war übelst lustig. Ich habe richtig hart gelacht. Boah, ist die Luft hier gerade drin dünn drin. So, und nachdem wir im Kanal schwimmen waren, brauchen wir erstmal die nächsten 8 Jahre nicht mehr duschen. Ihr kennt das. Gamer und so. Deswegen ist die Sommerzeit für uns Gamer so was Besonderes. Wir gehen ja eh nie duschen und waschen uns dann durchs Schwimmen. Zwar mit Chlorwasser oder so, aber immerhin. Ist doch geil. Ehrlich, ist doch schön, ist das doch. Ist das schön. Du. Wingo, wingo. Wingo, wingo. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas anzukündigen habe oder so. Ja, nächste Woche, also nicht die Woche, die kommt, also morgen der Montag, sondern darauf die Woche der Montag. Neues Projekt, also das vierte Projekt und damit auch das letzte, beziehungsweise das, was mein Pensum komplett ausfüllt, wird ein Massenprojekt sein. Das heißt, ungefähr 5 Leute oder so machen damit. Ich möchte noch nicht spoilern, aber ich kann euch sagen, es wird auf jeden Fall ein großes Projekt.
Ich freue mich schon riesig drauf. Ich glaube, die anderen Jungs auch.